Ja, alles klar. Denn was ich gesehen habe, was es gibt, und darauf ziele ich jetzt so ein bisschen ab mit den Veränderungen, die ich hier gerade vornehme. Oh, Frontalpösche gibt es hier auch. Ja, kommt die. Denn ich habe gesehen, und das finde ich mal mega geil, nachdem ich hier noch die kleinen Veränderungen vorgenommen habe, was die Kosmetik betrifft. Es gibt tatsächlich, aufgepasst. Okay, es gibt den beschissenen Flügel, aber dann gibt es auch WRC-Flügel. Na? Ne? Na, versteht ihr? WRC. Das heißt, wir können die Karre echt, zumindest äußerlich, fast so bauen, wie. Ah, das sind die Diffusor quasi einfach nur abgenommen und unten ein bisschen was dran gesetzt. Wir können die Karre echt fast so bauen wie ein Rallycross-Auto. Okay, ich weiß, sieht jetzt nicht ganz so aus wie. Moment. Heckleitbleche, okay, nicht verfügbar. Alles klar, sieht jetzt nicht ganz so aus wie ein Rallycross-Auto, aber ein bisschen wenigstens. Und sollte ich mir die noch gönnen? Ja. Ja, okay. Okay. Kurze Runde drehen mit unserem Rallycross Ford. Ja, ich würde ja auch wieder ein geiles Rallycross-Design machen, so wie das mit dem Ken Block jetzt zum Beispiel gerade durch die Gegend düst oder so, aber ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich momentan gerade keine Lust darauf. Okay, die Karre ist erstens handlich und zweitens super agil. Die Karre ist mega handlich. Ja, mit der lässt sich also sicherlich gut Grip fahren, hier. Das Auto bricht nicht aus, geht aber gut um die Kurven, aber dadurch, dass es halt ein bisschen mehr auf Drift abgestimmt ist, so vom Differential her, kann man damit auch, upsa, einigermaßen driften. Ich glaube, das ist echt. Die Karre macht Spaß, kann man nicht anders sagen. Was ich eben sagen wollte mit diesen 2,3 Sekunden, das ist ungefähr auch Rallycross-Niveau von den Zeiten her. Von daher, jetzt weiß ich gar nicht. Moment, gerade mal. Okay. Ihr seht, wenn ich einen Burnout machen will, drehen nur die Hinterreifen durch. Deshalb schließe ich mal darauf, dass hier auch das Auto nur Heckantrieb hat und sich demnach permanent im Drift-Modus befindet. Weil bei dem richtigen Golf ist es ja so, man kann da einschalten, hier Drift-Modus jetzt, ne? Weil normalerweise hat der Golf ja Allrad und man kann auch einschalten, jetzt Drift-Modus, dann hat er Heckantrieb. Ist, glaube ich, hier auch dann nicht so. Ja, schade, keine Zeit aufgestellt. Das war's aber jetzt erstmal von meiner Seite. Ich finde, das Ding sieht ganz nice aus. Kann auf jeden Fall einiges. Zum Beispiel hier mit so einem geilen Pöller auf dem Kopf. Ja, da hinten fährt nochmal die Polizei durch und jetzt. Ja, danke dafür. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, halt die Wurst hoch. Ciao.